Yo, hallöchen Leute und herzlich willkommen hier zur zweiten Episode der Pokémon HoloX Nuzlocke Challenge. Doch bevor die Folge hier vernünftig losgeht, möchte ich erstmal einen riesigen Dank an euch richten. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr die erste Episode wirklich so knallhart supportet habt. Ich kann es mir nicht erklären, ich weiß auch nicht, was das immer ist. Immer, wenn ich eine neue Nuzlocke Challenge auf meinem Kanal beginne und so, sind alle Leute mega gehypt und das pusht mich und supportet mich und motiviert mich so enorm, so ein Projekt halt eben auch durchzuführen. Und deswegen vielen, vielen herzlichen Dank für euren Support für die erste Episode. Ich hatte euch Hausaufgaben aufgegeben. Der Lehrer Marcel hat euch nämlich Hausaufgaben mitgegeben. Und zwar war eure Hausaufgabe für die letzte Episode, schreibt mir in die Kommentare, welchen Starter ich nehmen soll. Und wie man das aus dieser Grafik hier lesen kann, habt ihr euch also für einen Starter entschieden. Die Grafik gilt selbstverständlich auch nur für den Zeitpunkt dieser Aufnahme hier. Das heißt also, wenn irgendwelche Leute irgendwie noch Kommentare geschrieben haben, nachdem ich diese Aufnahme gemacht habe, selbstverständlich wird das Ganze hier nicht mehr berücksichtigt. Ist ja ganz klar. Igamaru ist auf Platz Nummer 3 mit 2 Stimmen am Ende. Fünks ist unsere goldene Mitte mit 6 Stimmen und wir sehen es, unser Gewinner für den Start dieser Serie ist Froxy geworden. Froxy hat 10 ganze Stimmen bekommen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde Froxy sieht auch am schönsten aus von den drei Pokémon. Und ich freue mich extrem, Froxy in unser Team begrüßen zu dürfen. Ich würde sagen, ich habe richtig Bock auf das Ganze. Meine Damen und Herren, wenn euch das Ganze genauso gefällt, Däumchen wären Träumchen. Auf geht's ins Action-Getummel. Hier bin ich nun bei den Pokémon, wir sehen hier Fünks, wir sehen hier Igamaru, wir sehen aber auch Froxy und da sich die meisten Leute für Froxy entschieden haben, die zweitmeisten für Fünks und die wenigsten für Igamaru, werde ich Igamaru als Pokémon nehmen. Jawohl, herzlich willkommen Igamaru, willkommen bei uns im Team. Du hast nur 2 Stimmen bekommen, aber du bist jetzt unser vollwertiges Teammitglied. Igamaru erhalten, so ist es. Ihr habt doch nicht ernsthaft geglaubt, dass ich das machen werde, oder? Wobei, sind wir mal ganz ehrlich, man kann sich vorstellen, dass ich sowas auch mal machen würde. Nein, selbstverständlich nehmen wir natürlich das Wasser-Pokémon Froxy. Es sieht so cool aus, muss ich sagen. Ich glaube, einer hat es in die Kommentare geschrieben, so ein bisschen wie so ein Ninja sieht das Pokémon aus. Ich meine, klar, Greninja, also die letzte Entwicklung, Quajutsu, so heißt Pokémon auf Deutsch, ist natürlich auch so ein Ninja und so weiter. Aber mit dieser Farbgebung von Froxy freue ich mich extrem auf das, was Quajutsu uns am Ende halt eben bieten wird. Und deswegen, komm in mein Team, Froxy. Herzlich willkommen. Ich freue mich extrem auf dich und ich freue mich extrem, dich als Teil unseres Abenteuers dabei haben zu können. Die Sache ist, ich habe so ein paar Testsachen halt eben gemacht und normalerweise hat die Grafik hier unten natürlich unter dem Gamescreen auch funktioniert. Wir müssen einfach mal gucken, ob das Ganze auch weiterhin funktionieren wird. Ich glaube, ich habe das in der ersten Episode auch schon gesagt gehabt. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir irgendwelche Custom-Pokémon treffen und das dann irgendwie hier unten in die Grafik reingesetzt werden muss, automatisch von diesem Programm. Ich bin einfach mal gespannt, was hier passieren wird. Möchtest du dem Pokémon, was du dich entschieden hast, einen Spitznamen geben? Ja, selbstverständlich will ich dafür einen Spitznamen geben. Ist sogar männlich geworden. Wir sehen es immer noch nicht unten, aber ich glaube, das wird nach der Spitznamenvergabe wahrscheinlich rein aktualisiert. Ich muss jetzt den Spitznamen ausdenken. Ach, scheiße. Wisst ihr was? Ich habe an Frösche gedacht, okay? Und nachdem ich an Frösche gedacht habe, habe ich an die Ninja Turtles gedacht. Weil, das passt eigentlich perfekt, ne? Das ist halt irgendwie ein Frosch und wir haben ja gesagt, dass es so ein bisschen aussieht wie so ein Ninja. Also, warum nicht Ninja Turtles? Und wenn wir ganz ehrlich sind, der allerbeste Ninja Turtle und das ist auch wirklich ohne jegliche Diskussion, ist natürlich Raphael. Raphael ist ja wohl der beste Ninja Turtle von allen und deswegen nenne ich diesen Froxy? Nenne ich das Froxy Raphael. Du nimmst also Fünks zum Mitnehmen. Na gut, dann nimmst du halt eben Fünks, ist mir relativ egal und sie nimmt Igamaru. Serena ist also mit Igamaru unterwegs. Müssen es also merken, Serena ist diejenige, die uns ordentlich einen auf den Deckel geben wird. Das sieht immer noch so komisch aus, wie der Typ echt so Knetpastete um seinen Kopf halt eben rumgewickelt hat. Junge, Alter, mach irgendwas mit deiner Haarfarbe. Du siehst halt aus, ich meine, nee, du kannst nicht mal sagen, dass er aussieht wie ein Rentner, obwohl er halt so graue Haare hat, weil das Ding ist halt, der hat einen Körper von so einem 5-Jährigen, Alter. Der Pokédex, den ich euch gerade überreicht habe, ist ein hochmodernes Forschungsgerät. Da legt automatisch für jedes Pokémon, den ihr begegnet, einen Eintrag ein. Och, wie schlau das Teil doch ist, mein Gott. Und wie schlau du doch bist. Du siehst aus wie 5, hast Haare wie ein 85-Jähriger und redest halt eben wie wirklicher Professor. Mein Gott. Leute, ihr müsst wissen, Deutschland ist gerade momentan auch extrem heiß draußen unterwegs. Und ich weiß auch nicht, wer sich dazu entschieden hat, vor einem Tag, 2 Tagen oder sowas, so Minusgrade noch morgens zu machen. Und jetzt irgendwie 25 Grad draußen zu, die Sonne so scheinen zu lassen für 25 Grad. Ich weiß auch nicht, wer das halt eben hier getan hat, okay? Und es tut meinem Gehirn anscheinend echt nicht gut. Ja, geht ihr mal alle hier aus dem Licht bitte, ne? Geht mal alle aus meinem Sonnenlicht, weil ich möchte mich jetzt hier darum kümmern, meine Abenteuerreise zu beginnen. Und das sagen die auch. Aber bevor es soweit ist, sollst du deiner Mutter diesen Brief überreichen. Ja, das werde ich selbstverständlich machen. Wir gucken mal, was in diesem Brief noch so alles drinstehen wird. Wir können uns jetzt also bewegen und wir können uns jetzt auch das Pokémon anschauen. Beziehungsweise, die Grafik ist unten noch nicht geladen. Das schaue ich mir jetzt nochmal genauer an, bevor wir in das Pokémon reingehen. Yes, ich habe es hinbekommen. Da ist er jetzt, der kleine Raphael. Jetzt seht ihr das auch unten in der Grafik. Ich hoffe, das wird nicht häufig vorkommen. Es wird sowieso häufig vorkommen. Mal gucken, wie Raphael hier als Pokémon so präsentiert wird. Raphael ist ausgewählt und wir sehen es, Raphael. Oh, die Fähigkeit ist ja der Wahnsinn. Wassergeist sehe ich gerade. Holy shit, wir sind ein Wassergeist-Pokémon.
Das finde ich auch extrem cool. Apokalyp also auf jeden Fall auf Wish bestellt. Wobei, ich glaube, Quajutsu ist eher so das beste Pokémon. Apokalyp wäre dann Quajutsu auf Wish bestellt hier in diesem Hack. Und wir sehen es. Ah, Verteidigung plus Spezialangriff minus ist natürlich sehr belastend, aber cool. Warte mal, Froschicht ist ja total geil. Damit haben wir jetzt erstmal eine 40er Eisattacke hier gerade bei uns, was ich sehr geil finde. Blubber ist natürlich immer noch Step, also von daher sortiere ich die Attacken. Sortiert gefälligst eure Attacken, ganz ehrlich, Alter. Ich kriege da wirklich einen Schuss. Ein Stuss. Ich kriege einen Stuss, das wollte ich sagen. Ich kriege einen Stuss, wenn ich Leute sehe, die hier eine Attackenanordnung hat, die nicht irgendwie vernünftig sortiert ist und so. Da kriege ich wirklich richtige Hasskappen bei. Aber wundervoll hier zu sehen. Blubber Pfund, eine Attacke, die auch noch Eis hat. Das ist mega geil. Gegen Pflanzen-Pokémon einfach Pfund drücken und das ist halt eine sehr effektive Eisattacke. Wie geil ist das bitte? Da freue ich mich schon extrem auf unsere Abenteuer. Und ich finde das Pokémon, wie gesagt, sieht auch sehr sick aus. Also besuchen wir jetzt erstmal unsere Mutti. Ach, sag mir jetzt nicht, du möchtest unbedingt kämpfen. Einen Moment noch, Mr. Marcel. Aber wobei, wir können gerne miteinander kämpfen. Weil du hast ja auch einen Phönix. Also damit kann ich sehr gut leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wusstest du, dass sich einige Pokémon verändert haben? Mehr als 70 Pokémon laut dem Professor. Mehr wird groß geschrieben. Mehr wird groß geschrieben. Wir sind hier auch auf einer Reise, um auch diesen Hack hier, also besser gesagt, das Spiel hier auch selber halt eben zu kritisieren. Und hier muss ein großes M hin. Für Mimso, also falls er das hier hat, ne? Schon mal zum Mitschreiben hier. Es ist soweit, Phönix. Unser erster Kampf. Ein Pokémon, das so knuffig ist wie du, kann ja gar nicht verlieren. Ja, werden wir jetzt ja gleich sehen. Du musst erstmal gegen meinen Froxy halt eben durchgehen. Hallo, Sanna. Sanna? Sanna? Ditto? Hä? Was? Warum ist der gelb? Ditto? Was? Wo hast denn du auf einmal... Wo hast denn du auf einmal das Kaugummi gefunden? Hä? Warum hat die auf einmal ein Ditto? Naja, mir soll es halt eben recht sein. Also, soll es mir recht sein? Das ist ja ziemlich nervig, wenn wir die ganze Zeit... Wenn er sich jetzt gleich in mich verwandelt. Blubber empor oder so. Blubber, let's go. Ist das weird. Sehr effektiv? Volltreffer. Oh, nochmal gleich hinter. Wangrubbler. Das war viel zu viel Schaden. Der killt mich, glaube ich, oder? Nee, zwei Wangrubbler reichen noch aus. Ich brauche jetzt noch einen Crit. Warum kann der Wangrubbler? Warum ist das effektiv? Und warum ist der Elektro-Pokémon anscheinend? Und trotzdem ist er effektiv? Was ist das für ein Ditto? Och, es reicht nicht aus. Ich verliere meinen allerersten Kampf. Aber wir brauchen uns keine Sorgen machen. Oder ich zumindest nicht. Die Nasenlock-Challenge beginnt ja auch zuallererst, wenn wir die Pokebälle bekommen haben. Das ist nochmal ganz wichtig. Ja, schön, dass wir verloren haben. Der erste Kampf. So kannst du auch gar nicht besser in ein Projekt halt eben reinstarten, wenn du direkt hin aufs Maul bekommst. Es war gar nicht so schlecht, Mr. Marcel. Ach, laber keine Scheiße. Du belügst dir gerade alle Pokémon-Fans halt eben an. Kreuz und quer. Du erzählst, du hast einen Phönix in deinem Team und auf einmal wirfst du mir ein Ditto entgegen, was halt komplett durchgeklont wurde, bis es ein Elektro-Pokémon geworden ist. WTF. Ja, danke schön, dass meine Pokémon wenigstens heilt. Ja, ich sag meiner Mutter ganz bestimmt auch einen schönen Gruß von dir ab und so. Ich sag dir, dass die elendig hier am Schummeln ist. Ich weiß nicht, was das auf einmal hier für eine Aktion von der Ollen war. Naja, okay. Jetzt haben wir zumindest rausgefunden, Ditto ist kein normales Pokémon. Sondern Ditto ist anscheinend ein Elektro-Pokémon, was aber trotzdem von Blubbers effektiv getroffen wird. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was hast du mit den Nachbarskindern unternommen? Die haben mich verprügelt. Moment, Marcel, dieser Pokéball, hast du einen Pokéball? Ja, ich bin waschechter Pokémon-Trainer. Und weißt du, was es bedeutet, Mutter? Dass ich hier nie wieder zurückkehren werde, weil meine Reise viel zu lang ist, um jemals wieder in meinen Heimatort zurückzukehren. Das heißt, du siehst mich auch nie wieder. Nimm also diesen Brief am besten, ja? Was? Heimlicher Verehrer? Ich möchte hier schnell die Textbox skippen. Ich möchte gerade... Was für eine schöne Handschrift. Hallo, Mama, ich will dich jetzt hier nicht shippen mit dem Pokémon-Professor. What the fuck is going on? Ja, sehr schön. Bereite dann alles schön vor. So lobe ich mir das. So wie es die Mutti immer am liebsten kann, ne? Findest du immer noch lustig, wie sie immer noch am selben Eintopf da rührt. Ja, paar Klamotten noch mitgegeben. Wie schön ist das denn bitte? Rihorn rennen und hast nicht gesehen. Das ist sowieso so eine Sache. Wir müssen uns gleich unbedingt von unserem Rihorn verabschieden. Marcel erhält eine Karte. Dankeschön, Mama. Was ist das für eine Frage? Du weißt, wie man eine Karte liest, oder? Was erwartest du bitte von mir? Ja, sicher weiß ich, wie man eine Karte liest. Wie die Mutter oder Sohn. Das hat aber nichts zu tun. Und die erklärt es mir halt trotzdem. Mama, ich möchte jetzt bitte auf Reisen gehen. Aber warte mal. Datiri wird auf jeden Fall erstmal von mir hier ordentlich gestreichelt. Oder halt eben noch nicht. Wir bücken uns halt eben nur kurz. Um das Pokémon hier den Tribut zu zollen. Dass wir halt eben gehen werden. Rihorn, ich werde dich vermissen. Da kommt er angestapfelt. Ja, schrei mich an. Was hat Mutter dazu sagen? Ach, du warst das, Rihorn. Haha, es will dir eine gute Reise wünschen. Klare Sache, immerhin seid ihr beiden seit eurer Geburt dicke Freunde. Pass gut auf dich auf, Marcel. Ich hoffe, du machst das Beste aus der Zeit. Aber darüber brauche ich mir wahrscheinlich keine Sorgen zu machen. Du hast schließlich ein Pokémon. Das werden auch noch viel mehr sein, Mama. Außer meine Pokémon werden allesamt elendig verrecken und irgendwo in der Pokémon-Box untergehen. Selbstverständlich wird das natürlich auch irgendwann der Fall sein. So, damit sind wir hier, glaube ich, erstmal fertig. Ich glaube, hier gibt es irgendwie kaum noch mehr irgendwie ja, zu sammeln oder zu entdecken und so weiter. Von daher, wir verlassen nun unser Heimatort und begeben uns weiterhin nach vorne zu Aquarelia, zu unserem Pokémon-Abenteuer. Wie gesagt, keine Sorge.
Es beginnt hier erst mit der Challenge, wenn wir die ersten Pokebälle bekommen haben. Dementsprechend wird das jetzt noch nicht so schlimm sein. Ich glaube, die ersten Pokebälle bekommen wir gleich auf der Route. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Ach, du verkaufst doch wahrscheinlich Tränke und so weiter. Ich kann es einfach nicht mit ansehen, wenn ein Pokémon schlapp macht. Wenn dein Team mal etwas Erholung braucht, kannst du jederzeit bei mir vorbeischauen. Ach so, das ist sozusagen Pokémon Center. Never mind, warte mal, dann war es aber hier. Wir müssen uns unbedingt ausschmücken mit Tränken und so weiter. Ich bin ein guter Nuzlocke-Spieler. Ich bin kein Pro-Nuzlocker, okay? Das sind andere Leute. Um jetzt halt wieder alte Wunden hier aufzureißen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass du dich hierauf vorbereiten musst. Vor allem bei einem Hack, worüber du gar keine Ahnung hast. Wo ich nicht mal eine Ahnung habe, wie schwer das Ganze vom Schwierigkeitsgrad her ist. Wir verkaufen nur die allerbesten Tränke. Ja, dann zeig mal her hier. Das ist eine absolut bodenlose Frechheit, diese Lüge. Ohne Scheiß. Da hat der nur Siedelbeeren im Angebot. Ja, die kann ich mir auch selber rauspflücken bei uns im Vorgarten. Sagt er zu mir, es gibt hier Tränke und hat auf einmal nur Siedelbeeren entgegenzuwirfen. Aber wisst ihr was? Ich werde eine Siedelbeere zumindest kaufen. Wobei, wisst ihr was? Sogar noch ein zweites. Eine zweite Siedelbeere für unser nächstes Team-Pokémon, was wir dann halt eben mitnehmen werden. Einfach nur, damit ich mich... Du musst ja das nehmen, was dir das Spiel halt eben gibt, ne? So, und deswegen bekommt jetzt unser Froxy erstmal hier eine Siedelbeere. Für den Fall der Fälle. Man kann ja, wie gesagt, nie wissen. Wunderbar. Auf geht's. Aber hier gibt's dann auch gar keine... Ah, da gibt's ja auch gar keine Pokebälle zu kaufen, ne? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal zum Fang-Tutorial nach oben latschen, weil ich glaube, da oben war ein Fang-Tutorial, wenn mich hier alles täuscht. Oder der Wanderer hat da erstmal was gegen. Hey, Trainer, morgen aus bist du manchmal von wilden Pokémon überrascht. Aber keine Sorge, dein Team wird sich ihnen tapfer zum Kampf stellen. Danke, dass du mir das sagen musst. Schön, ohne dich hätte ich das gar nicht gewusst. Über geht's. Und jetzt erstmal, haha, wo jeder Nuzlocker drauf reinfällt, wenn er zum allerersten Mal Pokémon Generation 6 spielt. Es gibt jetzt direkt einen Encounter und du kannst diesen Encounter nicht fangen, aber der ist sowieso ein fester Encounter. Von daher, ja, mal gucken. Ist es ein Taubsi hier auch oder wird das verändert? Oh, ein Rettern. Aber der sieht anders aus. Das ist jetzt aber kein Shiny, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ja, Rettern, selbstverständlich haben wir noch gar keine Pokebälle bekommen, da das sowieso ein fester Encounter ist. Das ist sehr effektiv? What? Was? Pfund? Warte mal, was für ein Typ ist das? Pfund? Nicht sehr effektiv. Wasser sehr effektiv, Pfund nicht sehr effektiv, also Eis. Ist das ein Feuer-Pokémon? Ist das eine Feuerschlange? Oh, wie nice wäre das denn, wenn Rettern ein Feuer-Pokémon ist, Alter. Da kriege ich mich gar nicht mehr ein. Ja, zeig ihr mir mal bitte, wie man Pokémon fängt. Ich habe ja selber noch gar keine Ahnung. Ach, wie schön das war. Wow, steckt das Pokémon jetzt etwa in diesem Ball drin? Ja, was hast du denn gedacht? Du hast doch sogar ein Starter-Pokémon bekommen. Wo steckt denn sonst dein Ditto jetzt gerade momentan? Etwa unter deinem Fuß oder was? Als Kaugummi-Aufkleber? Ey, was ist das denn bitte für eine, diese Sanna? Aber Sanna. Ach, die heißt ja wirklich Sanna. Ich dachte nur, im Pokémon-Kampf hieß die Sanna, weil der Name kam mir überhaupt gar nicht mehr bekannt vor. Mein Gott, ich habe auch Blitz-Alzheimer, sind wir ganz ehrlich. Überleg doch mal, wo befindet sich denn dein Phynx gerade? Nirgendwo? Phynx ist wahrscheinlich immer noch beim Professor. Die hat gar keinen Phynx, die hat uns alle angelogen. Ich gebe euch am besten auch ein paar Pokebälle mit auf den Weg. Yes! Und damit beginnt die Nuzlocke-Challenge für uns. Mega geil. Durch den Erhalt der Pokebälle haben wir jetzt auch die Nuzlocke-Challenge begonnen. Und ich muss rülpsen, Leute. Entschuldigt mich, Entschuldigung. Was keine Miete zahlt, muss halt aus dem Körper raus. Das waren Pokebälle, stimmt's? Kann ich damit auch Pokémon fangen? Ja, in was für einem Ding steckt denn jetzt gerade dein Pokémon? Ich glaube, die möchte mich auch ein bisschen aggressiver machen. Ich glaube, die ist nicht so ganz, die ist nicht ganz die hellste. Aber wisst ihr was? Was ich jetzt auf jeden Fall weiß, ist, dass wir uns jetzt hier unser allererstes Pokémon fangen in dieser Nuzlocke-Challenge. Ich bin sehr gespannt. Ich laufe mal so da rein und guck einfach mal und bin mal gespannt, was für ein Pokémon da kommt. Vielleicht höre ich das ja sogar raus. Oh, da geht's los. Oh Gott, Alter, was für ein Pokémon kriegen wir? Was bist du denn? Hab ich ja noch nie gehört. Das hat sich angehört wie ein Vogel. Hä? Oh! Praktibalk? Oh, yes. Oh, yes. Komm in meine Arme. Praktibalk hätte ich so gerne. Oh, stellt euch vor, wir haben irgendwann einen Meistergriff. Stellt euch vor, wir haben irgendwann einen Meistergriff. Da fange ich jetzt schon an zu sabbern und muss meine Facecam am besten ausschalten, sodass ihr nicht angewidert seid. Oh! Ey, das wäre der Wahnsinn. Ein Meistergriff wäre ja der absolute Wahnsinn. Das hätte ich so gerne. Natürlich trägt es auch noch eine Beere. Eine Lansatbeere? Was war denn überhaupt eine Lansatbeere? Ja, egal. Auf jeden Fall hat er jetzt gerade eine Lansatbeere halt eben gefressen. Ich muss mir einen Spitznamen noch überlegen, ne? Aber ey, wie geil ist das bitte? Wir haben einen Kampf-Pokémon, auch noch so ein stylisches Pokémon. Sehr früh, wie ich finde. Du kriegst Praktibalk sehr, sehr früh, weil ich finde, das ist schon ein recht starkes Pokémon. Aber, ne, geschenken Gaul, schaust nicht ins Maul. Und das ist ja wie geschenkt, so ein krass Pokémon zu bekommen. Level Up auch nochmal für Raphael. Sehr schön, Level 6 jetzt mittlerweile schon. Mega nice. Und wir haben ja Praktibalk gefangen. Und jetzt überlege ich mir mal einen Spitznamen. What? Seht ihr das gerade? Hier, warte, Finger funktioniere. Da, seht ihr das? Kampfpsycho. Was? Was?
Ey, das ist so geil. Du kannst halt eben hier in diesem Projekt kannst du halt so viel kennenlernen. Das ist halt das Geile, weil du hast gar keine Ahnung, was für Fähigkeiten die Pokémon haben, weil sie ja eh alle randomized sind, welche Typen und so weiter. Boah, ich fühle mich gerade, als wäre ich irgendwie 10 Jahre alt und würde die Pokémon zum allerersten Mal hier antreffen. Aber jetzt brauche ich erstmal einen Spitznamen. Wenn ich an starke Menschen denke, dann denke ich an Eddie Hall. Kennt ihr Eddie Hall? Eddie Hall ist the world's strongest man. Wenn mich nicht alles täuscht, correct me if I'm wrong. Ich glaube, der wird auch so geschrieben, Eddie. Eddie Hall ist nämlich the world's strongest man. Wenn mich nicht mehr alles täuscht, der kann auf jeden Fall Flugzeuge und so weiter ziehen. Was halt sonst auch so jeder Mensch mal eben so kann, ne? Flugzeuge ziehen, wer kann das denn bitte nicht? Und das wird auch direkt aktualisiert da unten. Oh. Muchas gracias. Jetzt gucken wir uns das Pokémon mal an. Ein Psycho-Pokémon, das finde ich ja total spannend. Was hast du für eine Fähigkeit? Wertelink. Ich meine, das könnte cool werden, auf jeden Fall. Je nachdem, was für Attacken wir auf jeden Fall bekommen. Und wir haben ein Verteidigungs- plus Spezialangriff Minuswesen. Wisst ihr, wo mir das bekannt vorkommt? Genau, bei unserem Froxy. Aber cool, wenn wir auch noch eine Multilink-Attacke oder sowas bekommen, eine Serienattacke bekommen, dann hat das auch nochmal einen ganz guten Sinn. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich werde eben ganz kurz cutten und werde die beiden Pokémon kurz ein wenig trainieren. Ich übertreibe nicht, nur ein wenig trainieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, kurze Massephase der Pokémon absolviert. Und wie wir jetzt hier sehen können, sowohl Praktibalk habe ich natürlich trainiert, als auch unser Froxy habe ich trainiert. Eddie ist nun auf Level 5, trägt übrigens die Sinelbeere, gar keine Angst jetzt hier verspüren. Das Pokémon hat auch eine einzige Attacke dazu erlernt, das Energiefokus, was, wie ich finde, auch nicht sondern die schlechtes, vor allem bei so Anfangs, Anfangsrouten oder sowas, das ist nicht schlecht, immer einmal Energiefokus zu drücken und so, weil die halten ja sowieso nicht so viel aus. Des Weiteren habe ich halt eben Froxy auf Level 7 gebracht, hat nichts dazu erlernt, aber ist ja auch gar nicht so schlimm. Das Pokémon haut auf jeden Fall ordentlich rein. Hier gab es auch auf der Route Knospis unter anderem und ich glaube Myrapla auch. Das war ziemlich geil, dann einfach Fund gegen die einzusetzen und mit meinem Wasser-Pokémon drin zu bleiben, weil das halt eben trotzdem die gegnerischen Pokémon halt alle down gemacht hat. Wie dem auch sei, wir machen jetzt hier weiter. Wir gehen mal nach oben. Dort oben müsste sich ja auch irgendwo ein Wald befinden. Da können wir also unser direkt nächstes Pokémon fangen. Und mal gucken, was für Pokémon jetzt hier sonst noch so sind. Vielleicht habe ich ja noch nicht alle Pokémon gesehen. Und tatsächlich, Raupi habe ich noch gar nicht gesehen. Gerade eben beim Training und so war das Pokémon auch noch gar nicht da. Aber gegen dich möchte ich halt nicht unbedingt kämpfen. Ziehen wir halt eben nicht so viel Mehrwert halt eben mit raus. Was ich ganz geil fand ist, vielleicht habt ihr das ja schon gesehen in der Episode, wenn ich hier die Pokémon switche und so, guck mal unten jetzt bei der Grafik hin, unter dem Gamescreen. Oh, sieht das cool aus, oder? Oh, ich könnte das stundenlang halt eben machen. Ich finde das total geil, wie dieses Programm einfach das recognized und dann sogar die Pokémon switch. Guck mal. Ich finde das total awesome, muss ich sagen. Wahrscheinlich bin ich der Einzige. Wie so ein Kleinkind freue ich mich, als wäre es Weihnachten. Komm, okay, der allererste Trainer hier. Ich habe echt Panik. Ich weiß nicht, was ich von diesem Trainer erwarten soll. Oh Gott. Hallo. Wenn sich die Blicke zweier Trainer... Ja, dann fliegen die Fetzen. Klar, ich werde mich jetzt prügeln mit einem Fünfjährigen. Ja, nee, ist klar auf jeden Fall. Teenager. Jean. Panflam? Woher kriegt ihr all diese Pokémon eigentlich her? Warum ist der jetzt irgend so ein dahergelaufener Teenager mit eins der absolut seltensten Pokémon der Pokémon-Geschichte eigentlich? Mit irgendeinem Starter-Pokémon da unterwegs? Sag mal. Egal, komm. Eddie, machen wir mal raus. Dafür um unser Wasser-Pokémon. Soll er sich drum kümmern? Verhöhner sogar. Oho, jetzt kriege ich aber Panik. Hätte mich sogar echt gut gerade aus dem, auf jeden Fall aus den Fugen gerissen, weil ich hätte auf jeden Fall Energiefokus gedrückt. Übrigens, falls Mimsu das Ganze hier gerade sehen sollte, es wäre richtig geil von dir, wenn du mir in die Kommentare schreiben könntest, wo die Level-Caps der einzelnen Arena-Leiter sind. Also welche Level so die ganzen Arena-Leiter haben, sodass ich immer einen Überblick davon haben kann, wie weit ich meine Pokémon trainieren kann. Weil ich würde schon gerne diese Nuzlocke auch mit einer Level-Cap spielen. Ich weiß nicht, ob das sonderlich schlau ist oder ob ich mir damit absolut das Bein verbrenne. Aber ich glaube, diese Erfahrung muss ich dann einfach selber machen. Ruckzuckieb! Das ist ja awesome! Ruckzuckieb! Das ist jetzt einfach ein Eisschad. Ich habe einfach Eissplitter jetzt als Attacke bekommen. Weil es ist ja eine Eisattacke. Und 40 Stärke müsste das auch haben. Ja, mega geil. Auf geht's erstmal hier in den Wald rein. Wir haben jetzt erstmal den allerersten Trainer natürlich easy besiegt. Nuvaria-Wald. Und der sieht aus wie der Vertania-Wald auf jeden Fall. Ach nö, nee, ich möchte nicht unbedingt mit dir durch die Gegend laufen, Sanna. Was für ein Item haben wir hier? Trank. Wichtiges Item nehme ich auch sehr gerne mit. Ich glaube, davon können wir sowieso niemals genug haben, nachdem wir uns die im Pokémon-Markt sowieso gar nicht erst kaufen können. Hier gibt es wahrscheinlich auch nochmal ein Item. Ich muss schon wieder rülpsen, Leute. Ach, scheiße! Wildes Pokémon, es gibt neues Team-Pokémon! Das ist jetzt aber auch ein Vogel, oder? Oder? Ist das jetzt auch ein Vogel? Yes! Oh, Datiri ist ein geiles Ding. Datiri ist echt ein geiles Pokémon. Da bin ich richtiger Fan von. Finde ich mega geil. Irgendwann einen Fiaro zu haben und so weiter. Bitte. Habe ich richtig Bock drauf. Zack. Macht natürlich nicht so viel Schaden, aber ich glaube, vielleicht können wir jetzt sogar schon einfach einen Pokéball werfen. Ich meine, die sind Level 4, ein bisschen angeschwächt habe ich den. Ich glaube, die sollten auch so reingehen in den Pokéball. Weiblichen Vogel, muss ich mir einen Namen überlegen, weißt du, da geht schon wieder los. Spitznamenvergebung und so, hier wieder im Projekt. Oh, da kriege ich schon wieder echt, da kriege ich schon wieder einen dicken Hals bei. Datiri wurde direkt erstmal gefangen und ein Flug-Pokémon halt im Team zu haben, schadet sowieso nicht. Level 7 Pokémon zu haben, schadet sowieso absolut nicht. Vielleicht nochmal ein, nee, kein Move, aber es gibt nochmal einen Eintrag im Pokédex. Du hast keinen anderen Typen, oder?
Nee, hat er tatsächlich nicht. Normal Flug. Jetzt muss ich mir einfach einen Spitznamen noch überlegen. Ich zerbreche mir jetzt schon die ganze Zeit meinen Kopf, wie ich diesen Vogel hier nennen kann. Mir fällt einfach kein weiblicher Vogel ein. Ich dachte mir, irgendein Charakter als weiblichen Vogel oder sowas kenne ich. Nada, kenne ich überhaupt nichts. Aber Fiaro ist ja die letzte Entwicklung. Und ich finde, Fiona ist ein sehr schöner Mädchenname. Das heißt also, falls hier eine Fiona zuschaut und so, melde dich bitte bei meiner thesaintv@gmail.de Mail. Also selbstverständlich nur für Business-Gespräche. Fiona, wie ich finde, ein sehr schöner weiblicher Name. Und es passt zu Fiaro eigentlich wie die Faust aufs Auge. Also von daher, Fiona jetzt, unser neues Teammitglied, unser Vogel im Team. Und, wird es in der Grafik aktualisiert? Nee, ne? Warum wird sie aktualisiert? Warum wirst du die aktualisiert in der Grafik? Das hat alles so schön funktioniert bis zu diesem Punkt hier. Egal, Fiona, was hast du für eine Fähigkeit? Backentaschen. Oh, das ist actually extrem geil. Wenn wir Sinelbeere für das Pokémon haben. Doch, tatsächlich, das ist ziemlich geil. Verteidigung minus, Spezialverteidigung plus. Nicht atemberaubendes Wesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, das ist echt ganz geil, Backentaschen. Gegengift ist auch ganz geil, vor allem in so Wäldern, weil hier wahrscheinlich irgendwie Raupis, Hornlius und hast nicht gesehen durch die Gegend latschen. Oder was für Pokémon gibt es hier sonst so, die ich jetzt hier nicht bekommen habe? Oh, oh nee, oh, das könnt ihr nicht mit mir machen. Oh, ich hätte, oh, Vegimak hätte ich so gerne gehabt. Also, wir müssen nicht darüber sprechen, dass Vegimak nicht das stärkste Pokémon ist, okay? Das Pokémon hat echt nicht viel drauf, aber es ist so stylisch und vielleicht wurde es ja in diesem Hack sogar besser gemacht. Ich weiß es doch nicht. Noch ein Trank, geil. Es ist wirklich wie der Vertania-Wald. Komplett wie der Vertania-Wald. Recycelter Content hier in Pokémon, ne? Und da wollen wir Leute ernsthaft Beweis machen, dass die sechste Generation eine gute ist. Jetzt mache ich mir richtig Feinde. Ach, ihr seid ja auch hier. Gibt's auch ein Item? Ne, sieht nicht danach aus. Raus, raus, raus. Ach, scheiße. Egal, mal gucken, was für Pokémon jetzt hier noch uns entgegengeworfen wird. Kukuna. Habe ich schon ein bisschen mit gerechnet. Das kann ich jetzt sogar ganz gut eigentlich für Training hier benutzen. Und nicht nur für Training habe ich das Ganze genutzt, sondern ich habe auch die kurze Zeit genutzt, um hier unten Fiona jetzt mal wieder reinzuknallen. Eben kurz das Programm geresettet und dann ging es halt eben auch wieder. Der Novaria, weil es der ideale Ort und dann trainen sie alle auf einmal miteinander. Ach, ich möchte aber gegen ihn kämpfen. Ach mein Gott, Alter, jetzt nimmt mir auch noch dieser Tänzer da auch nochmal die Pokémon hier, die ganze Trainer weg. Warte mal eben, Mr. Marcel. Ach ja, ich habe mich ja Mr. Marcel genannt bei denen. Oh Gott, die nennen mich ja immer jetzt so. Was hast du für ein Item gefunden? Sieh mal, was ich gefunden habe, das schenke ich dir. Ich liebe ja Rätsel, aber bla bla bla. Oh, Paraheiler, das fehlt ja noch in unserer Kollektion sozusagen. Gegengift haben wir, Trank haben wir, gut, Feuerheiler und so weiter fehlt auch, aber wofür brauche ich jetzt einen Feuerheiler und Eisheiler? Komm, was hast du für Pokémon? Guck mir nicht so finster. Guck dir mal den Jungen an. Guck mal, wie böse der mich anguckt. Noch brauchst du nicht böse gucken. Das kannst du jetzt machen, nachdem ich dir so ordentlich eins vermöbelt habe. Er sagt, los, Pummel. 5 Euro, dass er gar keinen Pummel hatte. Gil, Rettern. Wir beginnen also schon mal mit einem Feuer-Pokémon. Stark. Also von dem, was wir zumindest herausgefunden haben. Möchte ich da Praktibike weiter einsetzen? Guck mal, der ist Level 3, ne? Nee, komm, Raphael setzt jetzt einfach dafür ein. Wir sind ein bisschen overlevelt hier gerade für die Pokémon-Trainer. Aber das finde ich gar nicht mal so schlimm. So kann ich so ein bisschen meine Angst entweichen, dass hier zu starke Trainer halt eben uns entgegenkommen, zu starke Pokémon uns entgegengeworfen werden. Also so gehe ich meiner Angst so ein bisschen entgegen. So, das müsste wahrscheinlich sogar schon ein One-Shot sein. Rettern, oder? Jawohl, selbstverständlich ist das ein One-Shot. So, wie gesagt, 5 Euro sind immer noch on the line. Mal gucken, ob er einen Pummel uns jetzt entgegenschickt. Ein Quiekel. Das ist so dumm. In welcher Welt passt jetzt hier ein Quiekel rein in den Wald, okay? Das ist so dämlich. Du hast hier links, rechts Frühlings-Vibes und so. Ein paar Blätter fallen und so, vielleicht noch Herbst-Vibes hier in diesem Wald und so. Und auf einmal wird dir ein Quiekel entgegengeschossen oder was? Das passt überhaupt nicht ins Bild. Aber okay, Quiekel. Ja, vielleicht ein exotischer Typ. Wer weiß das schon? Ich meine, da war einer vorm Wald, der uns einen Panflamm entgegengeworfen hat. Jetzt sehen wir halt eben hier im Wald einen Quiekel, wo auch immer der Quiekel jetzt hier gefunden hat. Weit und breit kein Eis, aber vielleicht leben Quiekel ja auch irgendwie in wärmeren Gebieten oder sowas. Und wir wissen nur davon noch gar nicht Bescheid. Hallo, du da oben. Hast du Pokebälle dabei? Ja, ich habe sogar schon Pokémon gefangen. Und jetzt, wie es aussieht, werde ich auch nochmal die nächste Trainerin hier vermöbeln. Ihr dürft live dabei sein. Was hast denn du uns jetzt hier entgegenzuwerfen? Girlois. Ich habe den Teich hier noch nicht gefunden, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ein Lampi also. Level 5. Ja, dich mache ich auf jeden Fall auch nass. Fängt das jetzt schon an, oder was? Lass mich raten, Dönerwelle hat er dann auch noch, oder was? Oh, bitte komm durch, bitte. Oh Gott, das wird so lästig. Das wird so lästig. Nee, ich bleib bei Energiefokus. Nein, der hat wirklich Dönerwelle noch dazu. Alter, in was für eine Hölle habe ich mich selber geschickt. Das wird auch nicht das letzte Pokémon sein, oder? Oh mein Gott! Ich könnte aber theoretisch, glaube ich, meinen. Na nee, dann wird der auch noch Gedönerwelt. Nee, das kann ich nicht machen. Komm einfach bitte durch mit Energiefokus. Aquaknarre! Okay, das macht echt gut Schaden. Aber gut, dass wir, wie gesagt, die Sinelbeere haben. Aquaknarre müsste doch irgendwie dann. Moment mal. Oh, Energiefokus, der kam auf jeden Fall durch.
Moment mal. Mir ist gerade eben was aufgefallen. Moment. Als ich nämlich durch die Pokémon durchgegangen bin, Raphael. Blubber. Das hat auch 40 Stärke. Bin ich wieder in meinem Alzheimer-Moment drin und Blubber hatte immer 40 Stärke gehabt? Oder erinnere ich mich richtig daran, dass Blubber eine Base-20-Attacke war und keine 40-Attacke? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich weiß es gerade nicht mehr zu 100%. Das heißt, Aquaknarre müsste dann doch mehr als 40 haben, oder nicht? Weil jetzt gerade, wo ich Aquaknarre halt eben sehe, dachte ich mir so, Aquaknarre hat doch eigentlich 40 Base-Power. Aber ach, hör doch auf bitte mit Konfustrahl. Hat doch eine 40 Base-Power. Aber Blubber hat schon eine 40 Base-Power. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Mein Gott. Da muss ich sogar schon rülpsen. Mein Körper will dir damit sagen, wie sehr du mir auf den Sack gehst damit. Komm bitte durch. Bitte komm durch. Dankeschön. Oh, ein Crit jetzt auch einfach. Oh, tatsächlich, das war ein Crit? Was hält denn der aus? Oh, da muss ich noch 2 Funds, glaube ich, hitten. Wehe, du crittest zurück, Freundchen, Alter. Dann hagelt's aber, das sage ich dir. Dann ziehe ich dich ins Trockene. Weil du ein bisschen... Es ist so lästig. Sag mal, Mimsu, jetzt mal einfach nur so eine Frage zwischen uns beiden, okay? Zwischen Content-Creator und auch Content-Creator, aber Hack-Ersteller, okay? Kann es vielleicht sein, dass du so ein bisschen die Hacks-Wahrscheinlichkeit hochgestellt hast? Oh mein Gott, ey. Aber wenigstens auch gar knapp. Komm bitte einfach... Oh mein, wie lange hält denn noch diese Drecksverwirrung? Aber ich komme durch. Das ist wirklich... Also jetzt weiß ich auch, wie die Gegner sich bei mir in der NPBL halt eben so fühlen, wenn ich mit solchen Sachen ankomme wie Konfustrahl und sowas. Die fühlen sich auch alle verarscht von mir. Zu Recht. Wobei, man muss sagen, ich habe noch keine Fullpara bekommen. Damit habe ich wahrscheinlich alle zukünftigen Kämpfe, die auf mich zukommen, sowas von zerhext jetzt gerade. Level 8 schon mal für Eddie. Vielleicht nochmal eine neue Attacke. Tatsächlich Heilblockade. Heilblockade. Potzblitz. Och, das sagt sie zumindest schon mal richtig. Potzblitz, sie hat ein Lampi gehabt. Moment mal. Was? Heilblockade. Ich meine, okay, schön, dass ich als Psycho-Pokémon auch noch irgendwie eine Psycho-Attacke bekomme oder so, aber... Naja, vielleicht wird das ja irgendwann auch mal irgendwie wichtig sein. Ist eigentlich, glaube ich, ganz cool für so Arena-Leiter-Fights, so dass der Arena-Leiter... Wobei, das war irgendwie nur für 5 Runden, glaube ich, ne? Dann ist vielleicht doch nicht mehr so cool. Aber ich hätte jetzt gerade irgendwie gedacht, dass man das vielleicht gegen Arena-Leiter einsetzen kann, sodass diese keine Tränke mehr einsetzen. Noch eine weitere Trainerin. Ja, komm, was hast du jetzt? Wir haben jetzt gesehen Quiekel, wir haben jetzt gesehen Lampi. Lass mich raten, du hast jetzt ein... Kindwurm. Was auch komplett fehl am Platz jetzt hier wäre. Mal gucken. Was hast du für Pokémon? 2 sogar an der Zahl. Gyrmize. Taubsi. Das ist jetzt bisher das normalste Pokémon, was ich gesehen habe. Im Wald. Nein, das ist natürlich gelogen. Wir haben auch schon andere. Klimaschutz. Es ist nicht das normalste Pokémon. Warum hast du Klimaschutz? Ich meine, okay, Fähigkeiten sind halt randomized. Also da hätte auch jeder möglicher Scheiß an dem rauskommen können. Aber wie bescheuert ist das bitte, dass er Klimaschutz Taubsi hat. So. Pfund, mein Freund. Und dann würde ich sagen, wirst du erstmal ein bisschen frieren. So ist es tatsächlich. Du wirst auf jeden Fall in deinem Sarg frieren, Taubsi. So, sehr schön. Habt ihr euch schon mal überlegt, was wäre die Pokémon-Welt? Rotomurf. Wobei, das passt ganz gut, hätte ich jetzt gesagt. Maulwurf im Wald und so ist gar nicht mal so unspektakulär. Ist gar nicht so spektakulär, sondern das kennt man auf jeden Fall. Was wäre eigentlich, wenn die Pokémon-Welt gefüllt wäre mit Pokémon-Trainern, die alle eine Nuzlocke-Challenge machen? Dann müsst ihr euch vorstellen, wie viele Trainer ihr tatsächlich den Tod gerade geschickt habt. Nur mal so als Gedankengang, okay? Zum Beispiel die Trainerin jetzt hier. Alle Pokémon tot. Darf sie nie wieder benutzen. Und sie freut sich trotzdem. So, was gibt's jetzt hier für ein Item? Ja, war nämlich klar, dass hier ein Item ist. Pokéball. Warum auch nicht? Haben wir ja schon 2 aus. Haben wir ja 2 schon eingesetzt und so. Von daher ist es nicht so schlecht, wenn wir jetzt zumindest einen irgendwie noch mit dazu kriegen. Oh, hier jetzt auch nochmal. Ich möchte so gerne einen Pikachu fangen, hat sie das gerade gesagt. Ich weiß nicht, ob es hier Pikachus gibt, Sanna. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier ganz andere Pokémon gibt, die nicht Pikachu sind. Oh, süß. Ein Pummel. Auch ein sehr cooles Pokémon. Hätte ich auch tatsächlich gerne gehabt. Gegen ich müssen wir jetzt aber nicht unbedingt kämpfen. Ich flüchte da lieber. Eddie braucht auch nicht irgendwie die zusätzlichen Erfahrungspunkte. Ich glaube, was Level angeht, sind wir schon ganz gut mit dabei. So, und jetzt müsste, glaube ich, diese legendäre Szene kommen, wo wir alle gemeinsam jetzt irgendwie nach draußen laufen. Du bist also als Erster hier angekommen. Ja, so ist es tatsächlich. Zeug zum Pokémon-Trainer, weil ich der Erste bin. Nee, ist klar. Och, und der fängt jetzt schon wieder an rumzutanzen und so weiter. Ja, du, er ist wirklich viel zu vernarrt in Bewegung von Pokémon. Das hast du richtig gesehen. Tomato, Traumato, ne? Hier, der Traumato-Typen da. Route 3, Uvertweg. Sag doch mal, was habt ihr denn jetzt alle vor? Ich werde mich auf die Suche nach Pokémon begeben, ist doch klar. In meiner Dozent Prof darum gebeten. Alle Pokémon haben einen Lieblingsort. Mit anderen Worten, auf den Routen kann man völlig andere Pokémon treffen als in den Wäldern. Andere Pokémon nutzen dann sicher auch an neue Attacken oder so, ne? Ich will die verschiedensten Bewegungen sehen. Was mit dir, Serena? Ich werde schauen, ob ich gegen die Arena-Leiterin von Novaria City bestehen kann. Wenn man gegen alle Arena-Leiter antritt, kann man nämlich abschätzen, was man als Trainer so taugt.
Du weißt ja echt gut Bescheid. Meine Mutter und mein Vater haben mir eben eine Menge beigebracht. Ich habe übrigens etwas für euch. Hier, das ist so eine Art Expeditionshandbuch. Da drin habe ich die 10 wichtigsten Tipps für Pokémon-Trainer festgehalten. Hier, du bekommst auch eins. Ich glaube, ich will da reinschauen. Ich rieche schon, dass Mimsu da etwas eingebaut hat. Jaja, nee, lass mich mal alle jetzt in Ruhe. Cool, danke. Nee, ist mir jetzt scheißegal. Jaja, ich mache mit hier auf jeden Fall. Lass mich hier in die Fibel reinschauen. Bitte sag mir, der Dad irgend so ein Crap reingeschrieben. Abenteuer-Fibel. Marcel steht hier Abenteuerfibel auf. Drück den X-Knopf, um das Menü zu öffnen. Nein, das ist, glaube ich, alles normal. Außer da steht jetzt irgendwie so Abenteuerregel Nummer 10, Send Nudes oder so. Das ist auf jeden Fall wieder witzig, aber ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Nein, tatsächlich nicht. Wie dem auch sei, ich würde sagen, das hier ist der perfekte Ort, um die Episode für heute hier zu beenden. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ihr kennt das Spielchen, meine Damen und Herren. Auf geht's in die nächste Episode. Hoffentlich seid ihr dann auch wieder mit von der Partie. Tschüss, tschüss und bis zum nächsten Mal.